Hi zum nächsten Brettspiel-Review. Heute ist Zolkin dran, ein Worker-Placement-Spiel von Czech Games mit interessanten und schönen Mechaniken. Zolkin ist für 2 bis 4 Spieler mit der Erweiterung bis zu 5 Spielern und es dauert etwa 90 Minuten. Ich würde aber eher sagen 90 Minuten bis 2 Stunden. Die Erweiterung kann man sich eigentlich schnell kaufen. Das ist für mich eine deutliche Kaufempfehlung. Ich würde schon sagen, nach dem zweiten Spiel macht es Spaß, damit zu spielen. Das Basisspiel ist zwar selbst auch super, aber die Erweiterung macht es einfach nochmal ein bisschen besser. Zolkin hat ein sehr schönes Board. Das Besondere im Spiel ist eben dieses Zahnrad hier, also der Maya-Kalender. Man setzt seine Worker auf die Anfangspunkte der Räder, muss dafür allerdings was zahlen. Und man kann auch immer nur entweder einsetzen oder rausnehmen. Beim Rausnehmen bekommt man dann die Aktion, die bei diesem Worker eben aktuell gerade angeschrieben ist. Am Ende des Zuges wird das Rad weitergedreht und das dreht natürlich alle Räder weiter. Gerade durch das Reingeben und Rausnehmen, dass man eben immer nur eins davon machen kann, macht es ganz schön schwierig, in die Zukunft zu planen. Und vor allem, man muss eben auch gut überlegen, wie man an die weiter hinteren Aktionen kommt, die natürlich effizienter sind. Dadurch ist es oft eben eine schwere Entscheidung, mache jetzt zuerst nur ein paar ineffiziente Züge, um dafür dann einen besonders effizienten zu machen. Zusätzlich gibt es ein Tech-Tree, wo man seine Aktionen effizienter macht. Die Tempel, bei denen man vor allem Siegpunkte kriegt, allerdings auch zu 2 Zeiten auch Bonusressourcen. Das heißt, man geht nicht nur sinnlos Siegpunkte rauf, sondern man kann auch nur ein paar Ressourcen dabei abstauben. Weiters gibt es natürlich auch noch Gebäude zum Bauen und Monumente. Die Monumente sind in erster Linie für Siegpunkte da und die Gebäude bringen andere Bonis. Meistens ähnliche Sachen wie auch die Aktionen bringen. Zolkin hat ein sehr schönes Board. Die Symbole sind meistens sehr aussagekräftig. Meist braucht es nicht mehr als die Symbole, um zu erklären, was jetzt eine Aktion macht. Zolkin ist eins meiner Lieblings-Worker-Placement-Spiele. Es spielt sich so anders, dass es sich wirklich heraushebt von anderen Worker-Placement-Spielen. Deswegen hat es auch Platz bei mir in der Sammlung. So, Zolkin ist ein super Spiel. Ich hoffe, das Review war interessant für euch. Schaut einfach das nächste Mal wieder vorbei. Ciao!